Winfried, sehr schönen guten Tag. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Interview. Ich hatte dich im Vorfeld ja schon über die Interviewreihe informiert gehabt und möchte diese jetzt auch gar nicht lang und breit vorstellen, sondern würde mich freuen, wenn du dich mal präsentierst, à la Elevator Pitch mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du heute unterwegs bist. Ja, hallo Michael, vielen Dank auch für deine Einladung. Heute war für mich tatsächlich ein etwas dynamischer Tag. Danke auch, dass wir dann zumindest von heute Morgen auf jetzt verschieben konnten. Kurz zu mir, Winfried Felser, seit 15 Jahren verantwortlich für die Competence-Side. Was sind so Dinge, die uns treiben? Wir gehen vielleicht später auch ein bisschen auf unsere Historie und die Veranlassung ein. Wir sagen immer, unsere Mission ist Competence-Networking. Also wir glauben an eine Kompetenznetzwerkgesellschaft. Und dass letztendlich wir in Kompetenznetzwerken Menschen zusammenbringen wollen, Entscheider und Experten. Konkret ist es so, dass wir seit 15 Jahren die Competence-Side betreiben, unter anderem. Und die heute vielleicht noch nicht ganz unsere finale Vision widerspiegelt. Das, was wir machen, kann man vielleicht heute auch mit so einem Begriff, was wir real machen. Die Vision ist noch ein bisschen weitergehend, aber real kann man mit so einem Begriff umschreiben, dass wir im B2B-Umfeld Content Marketing unterstützen. Das heißt, wir haben verschiedene Themenfelder. Das sind sehr IT-orientierte Themen wie MES, CRM, Business Intelligence oder HR-Themen oder Marketing-Themen. Und da unterstützen wir Unternehmen im B2B-Bereich per Content Marketing ihre Botschaft voranzubringen. Und das machen wir auf der Competence-Side, aber zunehmend machen wir das auch in anderen Kontexten und Formaten. Wir glauben auch in Zukunft werden die Formate in gewisser Weise entgrenzt und stärker vernetzt. Das heißt, wir kristallisieren auch bestimmte Kompetenzen unserer Partner in sogenannten Kompetenzbooks. Es gibt Events, wo wir Kompetenz transferieren. Aber alles unter dem Dach, wir glauben an die Kompetenznetzwerkgesellschaft und wir glauben auch, dass Unternehmen Kommunikation kompetenzorientiert neu interpretieren müssen. Gab es da in der Vergangenheit irgendeine Initialzündung, die dich in diese Themenwelt gebracht hat, oder war es, sage ich jetzt mal, ein klassisches Studium, was dann nachher aussagte durch die Studienzweige heraus, ja, das ist so ein Themenfeld, wo man mal irgendwann mal landen muss? Sprich, warst du immer schon ein bisschen so IT- und Content-affin, sage ich jetzt mal, als auch dem Internet zugeneigt? Also eigentlich muss ich sagen, ist es sogar ganz anders gekommen. Ich war eigentlich auf dem ruhigen Weg, zukünftiger C4-Professor irgendwo am besten in Fraunhofer verbunden zu werden. Also ich war damals in Paderborn stellvertretender Leiter vom Fraunhofer AMD und wollte neben meinen anstrengenden Projekten eigentlich nur meine Habilitation fertig machen. So, aber eines dieser Projekte war bei einem großen Unternehmen, das im Internet aktiv war, und da ging es um die Zukunft der Internetmarktplätze. Und das war ein sehr spannendes Projekt, was wir auch zusammen mit der University of Berkeley gemacht haben. Und da ging es ursprünglich mal darum, was muss man in Marktplätzen für Auktionen, Konfiguratoren oder sonstigen technischen Features haben. Was aber damals rauskam, und das ist wie gesagt jetzt schon sehr, sehr lange her, war, dass plötzlich die Experten, die wir befragt hatten, wir haben da so quasi eine Delphi-Befragung gemacht, die haben uns gesagt, ja, holländische Auktion und Reverse Auction und 37 Konfiguratoren, Varianten, das ist alles ganz nett und gut. Aber was wir gerne hätten, ist, wir würden uns gerne austauschen. Wir hätten gerne Fachinformationen. Wir würden gerne wissen, wer die Ansprechpartner sind. Am liebsten hätten wir sowas wie virtuelle Arbeitskreise. Und da haben wir gesagt, eigentlich müsste das sogar vor Crew Train Manifesto gewesen sein, haben wir gesagt, das ist ja spannend. Marktplätze werden gar nicht mehr nur als Transaktion definiert, sondern quasi eher als Relationship Management, als Content Management, als Networking, ja, als Produktivität, dadurch, dass man auch Menschen zusammenbringt und eben nicht nur Warenkörper anzieht. Das haben wir dann auch mit der University ausgetauscht. Da war man anfangs skeptisch, hat dann die Befragung dann ein bisschen modifiziert und ähnlich durchgeführt und kam dann zum ähnlichen Ergebnis. Wir haben gesagt, oh, das ist ja spannend. Vielleicht kann man da sogar ein Business-Konzept rauszimmern, haben dann auch ein Business-Konzept gezimmert, zusammen mit meinem Gründungspartner. Ja, dann auch direkt letztendlich den Multimedia-Preis gewonnen, ein Fördergeld am Anfang bekommen. Und durch meine Kontakte hatten wir dann auch eigentlich relativ schnell eine zukünftige potenzielle Mutter im Mutterkonzern. So dass ich dann gesagt habe, naja, okay, vielleicht ist das und das spannende Thema dann doch eine Alternative zur Unilaufbahn. Und so bin ich eigentlich eher
aus den Beratungs-Forschungsaktivitäten heraus da aktiv geworden. Interessanterweise gab es einen parallelen Strang. Wir hatten nämlich schon quasi vorauseilend sowas Ähnliches gemacht. Die heutige Competence-Site ist entstanden aus einem Projekt, das hieß Virtual Valley OWL. Und Virtual Valley OWL war ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir selber haben als Fraunhofer damals schon uns vermarktet über Content Marketing, damals gab es den Begriff nicht, aber wir selber haben quasi alle unsere Diplomarbeiten, Studien, Artikel, alles in dieses junge Netz getan. Also wir sprechen ja hier von 1998, also da war das Netz zwar schon lange existent, aber contentmäßig hatten die meisten noch so über uns Homepages, wenn überhaupt. Und wir haben darüber erfolgreich akquiriert und haben gesagt, das sollten wir aber auch letztendlich jetzt anderen anbieten und wir sollten eigentlich ein großes Netzwerk machen, jetzt erstmal für die Region Ostwestfalen. So, das heißt, in unserem eigenen Projekt und in unseren eigenen Marketingaktivitäten kristallisierte sich das selber hinaus, dass man sagte, wir brauchen eigentlich so eine Vernetzung von allen, die zum Thema was zu sagen haben und sowohl von Nachfrage- und Anbieterseite. Einerseits, um jetzt hier unsere eigene Region voranzubringen, Ostwestfalen, andererseits auch als Business-Konzept darüber hinaus. Gut, und Quintessenz ist, 2000 ist dann tatsächlich die Competence Site online gegangen, hat dann sehr viele dynamische Aktivitäten und viele Dinge in dieser Zeit erlebt. Heute ist das Schöne, dass vieles, was wir damals quasi evangelistisch versucht haben, in den Markt zu treiben, wo man uns dann teilweise noch ungläubig anguckte, also überhaupt mal das Internet als Kanal, dann Content Marketing gab es damals nicht als Begriff, wir nannten das immer Kompetenzkommunikation. Dann die Philosophie, dass man über Netzwerke Medien als Netzwerk versteht, was dann später zum Beispiel Huffington Post und andere vorgelebt haben, wo aber heute sich auch klassische Medien hin entwickeln. Das Schöne ist, da wo wir vielleicht früher motivieren mussten, das wird heute mehr und mehr State of the Art. Das ist positiv, weil selbst heute ist das nicht, ist unsere Vision nicht irgendwo anders final umgesetzt. Weil das, was die Competence Site heute macht, Content Marketing, ist eigentlich nur ein Teilaspekt. Wir glauben eigentlich an Plattformen 4.0, also ich liebe deswegen den 4.0 Begriff, weil er eigentlich das umschreibt, was ich immer als Kompetenznetworking-Ökonomie gemacht habe. Nämlich in Kompetenznetzwerken Wertschöpfung auch verstehen als Kompetenznetworking. Und Kompetenznetworking ist halt eben dann nicht Business Networking, ich kenne dich und du kennst mich. Aber es ist auch nicht das Herunterladen von irgendwelchen Contents im Netzwerk, sondern tatsächlich Netzwerke kollaborativ produktiv machen, dass man einerseits die eigenen Marktaktivitäten zur Unterstützung bekommt, aber auch die eigenen Wissensmanagement-Aktivitäten, dass Märkte tatsächlich nicht nur wie Cluetrain-Manifesto gefordert hat, Gespräche sind, sondern es sind in gewisser Weise produktive Gespräche oder Content-, Kommunikations-, wissensbasierte Wertschöpfungsprozesse. So, das ist unsere Vision. Da sind wir auf dem Weg bis zum Content Marketing gekommen. Gleichzeitig gibt es ja Business Networking Plattformen, aber dass man wirklich sagt, eine Competence Networking Plattform gibt es nicht, gibt es, kann man nicht sagen, weder wir noch woanders. Und das ist eigentlich bedauerlich. Ich schreibe gerade, wie ich eben gesagt hatte, zuvor von dem Gespräch, an unserem Editorial für einen Sonntagsreport. Und ich sage, eigentlich ist es schade, dass so Dinge wie Industrie 4.0 und digitale Transformation eigentlich nicht zurückgreifen können auf wirklich kollaborative oder auf wirkliche Kompetenz-Networking-Plattformen oder Plattform 4.0. Denn gerade solche Themen sind so komplex, dass man sie eigentlich kollaborativ in Netzwerken voranbringen muss. Und solche Netzwerke muss man dann auch idealerweise digital und vernetzt unterstützen. Insofern, es gab eine Anfangsinspiration, es gab sogar zwei. Wir haben da auch schon jetzt länger und nachhaltiger dran gearbeitet. Wir sind aber selbstkritisch gesagt nicht da, wo wir sind. Aber mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass es da die Notwendigkeit gibt, dahin zu gehen. Und ich bin immer noch überzeugt, dass wir auch sind, die die Lücke füllen. Muss aber sagen, ich habe natürlich in diesen 15 Jahren auch immer wieder erlebt, dass andere diese Lücken geschlossen haben. Also die Huffington Post ist dann eigentlich quasi als Experten-Blogger-Netzwerk
Die haben dann das als Blogs aufgefasst, was bei uns vielleicht eher PDFs oder andere Formen waren. Sind die Business-Netzwerke entstanden in der Zeit. Ich meine, ich glaube, wir sind sogar, ich weiß gar nicht, Wikipedia, ob es das damals schon gab, muss ich nochmal googeln. Aber all das sind Partialfunktionen, die entstanden sind. Insofern ist es so, dass vieles von dem, was wir eigentlich als langfristige Vision sehen, zumindest in Einzelfunktionen heute gegeben sind. Ist ja dann ein spannendes Rennen, was ihr dann selbst betreibt, weil ihr seid dann ja eigentlich relativ immer weit vorne, wo ja heute noch viele eigentlich an der Basis rumbasteln, die aussagt, die Website ist noch von 2002, man hat noch nicht erkannt, dass das World Wide Web eigentlich das zukünftige Betriebssystem unseres Schaffens ist, weil ohne das wir jetzt genau in Zukunft nicht mehr gehen. Man spricht von Internet der Dinge, wir sprechen von Industrie 4.0, wo selbst die Industriebetriebe sagen, stopp, wir haben noch nicht mal 1.0, 2.0 eingeführt, verstanden oder uns auf einen Standard geeinigt. Was nehmen wir dort überhaupt? Wie schafft man es da dann genau mit dieser, ich nenne es jetzt mal, was nicht falsch klingen soll, Nische, mit diesem Expertenangebot, da dann genau die anzusprechen, die ihr dort dann mit ins Boot holen wollt? Sprich, wo tretet ihr auf? Wo werbt ihr für eure Themen und eure Dienstleistungen? Ja, also erstmal nochmal zur Klarstellung, wir sind sehr weit von unserem Anspruch und von der theoretischen Durchdringung. Das zweite Aspekt ist dann natürlich dann tatsächlich die Umsetzung, insbesondere die technologische Umsetzung, da stehen wir auch kurz davor, ein gewissen Shift zu machen. Wie arbeiten wir aber jetzt im Hier und Jetzt? Also wir arbeiten mit über 100 Unternehmenspartnern zusammen. Das sind dann B2B-Unternehmen. Da sind so große Unternehmen, das findet man ja auch auf unserer Seite, da sind so große Unternehmen wie eine SAP oder Oracle bei uns aktiv oder eine Microsoft. Wir haben aber die Competence-Zeit nicht gegründet, um letztendlich die internationalen Player im Wesentlichen zu unterstützen. Die natürlich auch. Ich bin Halleluja. Ich liebe unsere großen internationalen Partner und auch ihre Kompetenz. Aber eigentlich ist es so, dass wir gesagt haben, ein Kompetenzportal, ein Kompetenznetworking-Portal ist vor allem eine Chance für kleinere Unternehmen, die eben keine Fernsehspots schalten können, die eben nicht ein paar hundert Quadratmeter Messestand sich leisten können, sondern die eigentlich gucken müssen, mit dem Asset, das sie oft haben, nämlich oft eine sehr spezifische, hochkarätige Kompetenz, so viel an Marktreichweite und Marktwahrnehmung zu realisieren wie möglich. So, das heißt, von diesen Unternehmen, die bei uns Partner sind, sind viele dann auch kleine und mittlere Beratungen zum Beispiel oder IT-Häuser. Und die gewinnen wir relativ klassisch. Also entweder kommen die Unternehmen auf uns zu, weil die einfach sehen, dass wir jetzt so ein Kompetenzbuch machen, MES oder ein Kompetenzbuch Industrie 4.0. Oder ein klassischer Zugang ist eigentlich, dass wir auf den Messen ins Gespräch kommen. Viele in unseren Segmenten, wo wir aktiv sind, muss man aber sagen, viele davon kennen uns schon. Und dann ist immer die Frage, ob man schon langjährig miteinander unterwegs ist oder ob man jetzt konkret einen Ansatz findet, letztendlich da die Zusammenarbeit zu finden. Also gerade heute hatte ich zum Beispiel einen Fall, wo ein Unternehmen uns auch schon länger kennt und wir auch. Und da ist manchmal noch der Engpass, dass Unternehmen sagen, wir sind da noch nicht richtig aufgestellt in Richtung Content Marketing zum Beispiel. Ja, wir können es noch nicht leisten. Da versuchen wir dann die Unternehmen auch zu unterstützen. Also manchmal ist gar nicht so die Frage, kennen wir die Richtigen? Wir kennen manchmal die Richtigen. Es muss dann aber auch immer noch passen. Jetzt haben wir natürlich in dem Markt eigentlich immer die Herausforderung, dass, ich sag mal, irgendwann am Ende aller Tage man fast schon die Mega-Buzzword-Listen generieren kann mit Begrifflichkeiten. Ja. Wo ich mich manchmal frage, kann man es nicht vereinfachen, weil das, was heute Cloud war früher Software as a Service, sprich es wiederholen sich ja Dinge wiederkehrend, ja. Werden wieder hübsch und neu verpackt und viele, die sich ums Thema kümmern müssen als Unternehmenschef, sagen sich einfach, Entschuldigung, ich verstehe erstmal die Welt schon gar nicht mit den Begrifflichkeiten. Content Marketing gab es schon im letzten Jahrtausend, jetzt wird es wieder auferlegt. Dann ist diese Herausforderung der ständigen Netze, wo die Auslastung oder die Bandbreiten überall noch nicht gegeben sind. Das heißt, sie sind ja in einem Haifischbecken von Herausforderungen.
wo man jetzt am Ende aller Tage dann auch noch jemandem Glauben schenken muss und sagen muss, okay, das ist jetzt der Weg, den man gehen muss. Und viele aber sagen, stopp, dann praukel ich lieber wie vorher. Ich habe meinen Haus- und Hofprogrammierer, ich habe mein internes Netz, World Wide Web, da sieht man die Versuche. Wie schafft ihr es, da auch dieses Thema Content Marketing, was ja auch wirklich sehr spannendes ist und ein sehr nachhaltiges, den Leuten klarzumachen, stopp, ohne das wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil klassische, was ich falsch klingen soll, plumpe Werbung möchte ja in Zukunft keiner sehen, sondern über vertrauensbildende Nutzen, Informationen, sprich Texte mit Ratgebern und. Das ist ja eigentlich der Zugangsweg. Genau. Ja, also das Thema ist, eigentlich machen wir ja kein Content Marketing, sondern wir machen Kompetenz Networking oder Kompetenz Kommunikation. Aber wenn wir so anfangen müssten, dann müssten wir sehr fundamental anfangen zu evangelisieren. Und deswegen, es ist eigentlich, muss man auch ganz offen sagen, eine defensive Strategie. Wir haben ganz früh, zum Beispiel damals, wo wir auch noch relativ alleine im Netz waren, was B2B-Kommunikation angeht, war es zum Beispiel so, da haben wir den Leuten auch nicht kompetenzorientierte Kommunikation erklärt, sondern haben einfach gesagt, du bist bei Google ganz weit vorne. Ja. Und dann war es so, Google, oh, Google ist wichtig. Ja. Als dann letztendlich alle Social gesagt haben, dann haben wir gesagt, Netzwerke sind wichtig und man muss über Netzwerke erschließen. Dass wir heute sagen, Content ist halt dran, weil mittlerweile glaubt sowieso jeder zu wissen, was Content Marketing ist. Also das ist so ein bisschen die Industrie 4.0, nachher ist alles Content Marketing. Und dann docken wir da an, aber de facto ist es so, selbst wenn jetzt bestimmte Begriffe öfters gesetzt sind, dann sind die in bestimmten Zielgruppen nicht unbedingt gesetzt. Das ist dann irgendwelche Esoteriker-Communities, die sich dann über Content Marketing in der letzten Fußnote unterhalten. Und mancher mittelständischer Berater kann damit vielleicht noch nichts anfangen. Deswegen, da muss man immer noch evangelisieren, vor allem, wir evangelisieren ja auch in einer besonderen Art und Weise. Wir sagen zum Beispiel, mit Mirko Lange streite ich mich einfach besonders gerne und Gunnar auch, zum Beispiel, unsere Botschaft ist ja, denkt nicht eben nur in Content, ja, sondern Kompetenz Networking, da ist der Content in gewisser Weise das, was die Kompetenz repräsentiert oder kodifiziert, hat aber einen zweiten Begriff, Networking. Und wir sagen immer, denkt eben nicht nur in Ego und mein Content, meine Homepage, sondern denkt da drin in Eco, in Netzwerken. Ja, das heißt, Netzwerke nicht nur kollaborativ zusammen etwas produzieren, sondern auch zu gucken, wichtig ist, da gab es auch die lange Sohn-Diskussion, Facebook als Gatekeeper auf der Basis dieses Wired-Beitrags, wo gesagt wurde, man braucht gar keine Homepage mehr. Das war natürlich eine Überspitzung. Aber wir sagen immer, erkennt, dass nicht eure Grenzen eurer Homepage wichtig ist, auch wenn ihr ein neues Portal launcht oder wenn ihr einen Content macht. Nicht ihr seid wichtig, sondern es ist wichtig, dass der Kunde das erreicht, dass ihr ihn damit überzeugt, dass ihr ihn abholt und so weiter. Das heißt, wir müssen eigentlich sogar mehr schaffen, als nur einfach jemand von Content Marketing zu überzeugen, sondern wir müssen ihn überzeugen, zum Beispiel, dass er sich bei uns auf das kollaborative Abenteuer einlässt. Bei uns ist halt eine SAP und eine Oracle auf der Competence-Seite und man hat auch in Büchern eine SAP und eine Oracle und eine Microsoft. Und die Großen lassen sich darauf ein. Aber wir haben zum Beispiel ganz früh, als wir gegründet worden sind, immer so Nachfragen gehabt wie, können wir denn der Einzige sein? Ja, oder ich mache das alles auf meiner Homepage, warum soll ich irgendwo anders sein? Wie du gesagt hast, das mache ich alles mit Bordmitteln. Und Kompetenz-Networking wird am Ende auch erst klappen. Deswegen unsere jetzige Vision oder unsere ewige Vision könnten wir jetzt vielleicht noch gar nicht leben. Wenn tatsächlich auch ein kultureller und ein mentaler Shift ist, der nicht nur erkennt, wie du formuliert hast, dass man eben nicht werben kann mit Werbung, keiner möchte mehr vollgespannt werden, sondern dass man letztendlich seine Kompetenz in einer wertvollen, kundenorientierten Form vermitteln muss, die schon selber einen Wert und einen Service für den Adressaten darstellt. Sondern das Zweite ist, jeder muss auch erkennen, nicht ich und die Welt, meine Welt allein ist wichtig, sondern ich bin eigentlich Teil von größerem Ganzen, und muss mich auf diese Ökostruktur einlassen. Und entweder bin ich selber die Ökostruktur oder ich bin selber die Plattform, wie eine SAP oder eine Oracle, die erkennen, wir haben doch ganz viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Oder ich muss mich erkennen, ich bin Teil einer solchen Netzwerks, zum Beispiel ein Teil einer Branche. Und was mich zum Beispiel freut, ich bin ja Sprecher, wobei das ein großes Wort, Sprecher der Zukunftsinitiative Personal. Ich sage intern in der ZIP immer, das ist die Abkürzung von der Zukunftsinitiative, ich bin der oberste Hüden.
Aber was halt ich sehr schön finde am Geist der ZIP, ist, dass sich da Wettbewerber zusammengeschlossen haben, weil die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht die SAP oder Kienbaum oder Atos oder GFOS oder SSZ oder WEDA voranbringen oder Perbit, sondern wir wollen zusammen voranbringen das Personalmanagement. Und es gibt auch so viele neue, moderne Ansätze, aber in der Praxis werden diese Chancen oft nicht genutzt. Und das finde ich zum Beispiel sehr schön. Dieses Netzwerk hat halt gesehen, nicht ich alleine bringe jetzt ein Thema voran, sondern wir zusammen. Und das ist eigentlich gelebtes Kompetenznetworking, auch wenn es nichts mit der Kompetenzzeit zu tun hat. Aber es ist diese doppelte Philosophie. Man geht fachlich an den Markt, man macht Events, man macht Whitepaper, man macht Bücher. Und es ist diese Philosophie, wir machen es kollaborativ zusammen. Und man macht es dann auch auf der Kompetenzzeit, aber das ist auch unabhängig. Und ich glaube, alle sprechen ja jetzt, nicht nur Sascha Lobo, alle sprechen ja jetzt von der Plattformökonomie oder von der Netzwerkökonomie. Wir machen ja am Ende des Jahres, toi toi toi, wenn alles gut läuft, unsere Netzökonomie. Aber eigentlich die Plattformökonomie, wenn du die noch kombinierst mit der Contentökonomie oder mit der Wissensökonomie, wie man es vor 5 Jahren genannt hat, also du hast ja richtigerweise gesagt, die richtigen Dinge bekommen immer wieder neue Namen, aber wenn man das beides multipliziert, das Denken, das Wissen, Kompetenz immer wichtiger ist und kodifiziert vielleicht im Content. Und das aber geschieht nicht isoliert, sondern es geschieht in Netzwerken, Branchen, Verbänden, in Strukturen, in Märkten, die Marktplätze sind. Dann konvergiert das sowieso in the long run in die Richtung, die ich persönlich, das war auch eigentlich mein Habilitationsthema, als Kompetenznetworking-Ökonomie bezeichnet. Und eigentlich kommt es nur darauf an, wie gut wir unseren Job machen. Manchmal sage ich, könnten wir unseren Job besser machen, als wir ihn bisher gemacht haben. Und ich sage, im schlimmsten Fall können wir am Schluss sagen, wir haben recht gehabt. Ja? Aber wir arbeiten auch dran, dass wir letztendlich nicht nur die Dinge vielleicht manchmal in der richtigen Art und Weise einordnen, sondern sie auch in der Umsetzung einfach noch ein bisschen besser machen. Früher hätte man vielleicht gesagt, jetzt Schlussstrich drunter zu ziehen, es läuft alles in die Richtung hinaus, tue Gutes und erzähl davon. Sprich, packe Informationen in einer Art und Weise zusammen, sodass sie verteilt werden in irgendeine Richtung. Damals durch Reden, heute durch Verteilen. Sprich, mal heißt es Content is King, Delivery is King Kong. All diese verschiedenen. Ja, aber das ist eine ganz hohe Anforderung. Also du sagst zum Beispiel, tue Gutes. Auch das ist, ich sage zum Beispiel ganz oft, Competence Networking ist fast ein theologisches Problem. Ich wollte eigentlich Theologie studieren und habe mich dann für Betriebswirtschaft und Informatik studiert, um nicht den Yuppies und den Nerds das Feld zu überlassen. Aber trotzdem sage ich, eigentlich ist Competence Networking fast kybernetisch-philosophisches und auch ein theologisches Problem. Denn nicht nur, dass man bereit ist, mit Wettbewerbern zum Beispiel Aktivitäten zu machen, sondern auch, was du beschreibst, dass man für den Kunden etwas tut, als kundendienstlich, ja, wofür man vielleicht erstmal nichts bekommt. Das ist auch ein ganz großer Mindshift. Also ganz viele Leute haben uns früher immer gesagt, und heute hören wir das auch nochmal, ja, warum soll ich denn mein Wissen umsonst rausgeben? Wir erkennen gar nicht, dass in dem vernetzten Spiel das Herausgeben eigentlich die beste Art ist, um einen anderen Asset zu bekommen, nämlich eine Beziehung herzustellen und so weiter. So, aber das muss erstmal in den Köpfen drin sein. Das heißt, das, was du mit so leichten Worten formulierst, ist leider tatsächlich bis heute, glaube ich, immer noch eine Thematik, wo man ganz viele mit mühsamer Basisarbeit und mühsamer Evangelisierung dann abholen muss. Aber in the long run, ja, sage ich, Partnerschaftlichkeit ist für mich und Kollaboration ist für mich die höhere Form von Egoismus. Ja. Und die Leute werden immer intelligenter und so werden sie dann irgendwann mal einsehen, dass es einfach sinnvoll ist, mit Wettbewerbern, aber auch mit dem Kunden partnerschaftlicher umzugehen. Unterm Strich ist es ja doch nachher eh nur die Frage, tausche ich Zeit gegen Geld oder habe ich selber die Zeit, um mich drum zu kümmern oder gibt es Geld für Experten aus oder für Partnernetzwerke oder wie ich sie auch nennen mag, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn ich jetzt mal aufs Interview zurückschaue, könnte ich mal eine gewagte These herauswerfen, nämlich die Aussage, dass der Winfried Felser in seinem Leben noch keine große Herausforderung, noch keinen Lerneffekt hatte, sprich auf Deutsch gesagt noch nie auf die Fresse gefallen ist. Oder gab es natürlich in diesem Aufbau eines Systems, was vielleicht seinerzeit voraus war, auch Phasen, wo du sagst, natürlich ist man da auch schon mal thematisch oder fachlich oder wie auch immer mal richtig auf die Nase gegangen, aber konnte sich dann alleine oder im Team wieder hochrappeln.
Ja. sodass du so eine Situation mal beschreiben könntest, wie sie war, wie du mit ihr umgegangen bist und inwieweit sie vielleicht sogar heute mit Basis ist dessen, was du bis heute geschafft hast. Ja, also das Thema ist, auch wenn ich hier mit Leichtigkeit beschreibe, wie konzeptionell das alles so schön ist, gibt es ja zwei Herausforderungen. Das eine ist der Unterschied zwischen Ideen, Konzepten und Dingen, die man danach auf die Straße gebracht hat. Und das hat sehr viel zu tun mit Technologie, User-Centricity in Technologie, mit Projektmanagement, mit den entsprechenden Ressourcen, die man hat, mit den Teamstrukturen, die man hat, mit der Finanzierung, die dafür notwendig ist. Also wir wollen alle digitale Transformationen. Und am liebsten hätten wir, dass wir eigentlich das neue Facebook und das neue Google schaffen, wobei ich glaube, wir brauchen kein zweites Facebook, wir brauchen kein zweites Google. Wir brauchen aber Konkurrenz-Networking-Plattformen und irgendwann werden sie kommen und ich befürchte, sie werden irgendwann mal aus Silicon Valley kommen. Aber neben der Umsetzung als eine Herausforderung ist die zweite natürlich auch immer ein wirtschaftliches Umfeld. Und bei uns ist es so, als wir losgelaufen sind und ich diese Beratung machte, war es, als ich noch am Fraunhofer war, war es die Hochzeit der New Economy. Ja. Da hätte man irgendeinen Scheiß unter uns, wir haben nur Folien gemacht und die sind achtstellig bewertet worden. Achtstellig. Ja. Nur Folien. Nicht realisiert, nur Konzept. So, aber danach, als wir dann ins Leben kamen, war die New Economy zu Ende. Ja, und da sage ich dir, das ist dann nicht so lustig. Also wenn du dann plötzlich losstartest und eigentlich gerade auf die schöne Perspektive einer Uni-Laufbahn, die wahrscheinlich auch für mich adäquater gewesen wäre, verzichtest, um letztendlich dann das New Economy-Abenteuer zu machen und plötzlich cancelt Deutschland das Projekt New Economy. Also das muss man ja mal sagen, digitale Transformation, das gab es und Deutschland hat es gecancelt. Das muss man in aller Brutalität sagen. Auch in Amerika ist natürlich nach dem Hype mit dem Börsencrash und dem Platzen der Blasen vieles zurückgefahren worden, aber die Amazons dieser Welt und andere hatten trotzdem einfach nachher nachhaltige Möglichkeiten hinzukommen. Also das heißt, das war schon das erste Thema, wo wir uns ganz massiv plötzlich drauf umstellen mussten. Dann haben wir uns da auch entsprechend entwickelt und hatten dann zum Beispiel auch einen schönen Finanzbereich, wo wir dann die Welt aufgeklärt haben, kompetenzorientiert, was eigentlich Zertifikate sind und welche Chancen die unterschiedlichen Zertifikate haben. Das war dann zum Beispiel einer unserer wichtigsten Businessbereiche, auf dem wir dann gut basiert haben. Und plötzlich kommt eine Lehman-Krise. Ja, also das heißt, man hat gerade die New Economy traumatisch hinter sich gelassen und hat dann einfach bestimmte Schritte gegangen und dann kommt die Lehman-Krise. So, und da sage ich dir auch, dann nutzt es nicht, was du für schöne Konzepte und so weiter hast. Dann musst du gucken, wie dann plötzlich mit dem Wegfall eines wichtigsten, des wichtigsten Geschäftsbereichs, also erst Wegfall der Investitionen in der New Economy, gucken, wie man dann aus Cashflow und so weiter die Dinge realisiert bekommt, dann Wegfallen von dem wichtigsten Geschäftsbereich. Das sind dann Dinge, die letztendlich dann auch alle nachgeschwommen sind. Ja, und dann ist es auch so, dass im letzten Jahr dann technologische Engpässe uns da belastet haben. Also insofern, konzeptionell haben wir uns dann auch schon weiterentwickelt, aber ich sage, im wirtschaftlich-ökonomischen Umfeld und in der Umsetzung hätte ich mir Dinge auch leichter und einfacher vorstellen können und diese Aspekte des Unternehmertums sage ich, tausche ich gerne ein gegen jede Beamtete und da bin ich wahrscheinlich ein ganz schlechtes Vorbild für die Zukunftsfähigkeit in Deutschland, aber für einen ruhigen Uni-Job ist das schon Thema. Also in Deutschland Venture zu machen, also wirklich tatsächlich auch neue Geschäftsfelder anzugehen, das ist in Deutschland nicht einfach. Und als zum Beispiel Lars Hinrichs damals Zing gründete, damals noch OpenBC, war einer der ersten Nutzer, wäre wahrscheinlich einer der allerersten Nutzer gewesen. Und ich habe gedacht, Mist, da passiert eigentlich etwas, das geht eigentlich in Richtung Kompetenznetzwerk. Heute würde ich sagen, ist da sicherlich noch Dinge, die auch LinkedIn und Ähnliches noch nicht abdecken. Aber heute zum Beispiel sage ich einfach, muss ich einfach loben, dass da Lars Hinrichs zum Beispiel ist ja auch sein erstes Unternehmen, Hinrichs und Böttcher zum Beispiel ist ja auch nicht ganz rund gelaufen, aber der hat diese Erfahrung, diesen Schwung einfach genommen und dann hat er danach eines der für mich heute, kann ich es mit Leichtigkeit sagen, beeindruckenden Unternehmen geschafft. Ja. Und ich weiß halt, dass das letztendlich
nicht so einfach ist. Und vielleicht ist das auch ein Segen, wenn man mal so etwas selber macht, weiß man dann auch, dass das eben nicht so einfach ist und an welchen trivialen Baustellen man dann unter Umständen dann auch einfach manchmal sich als ausgebremst wird oder sich selbst ausbremst. Wenn du jetzt mal versuchst, in Kurzform mal darzustellen, wie du es dann trotzdem schaffst, in diesem dynamischen Umfeld mit einer gewissen inneren Balance durch den Alltagsherausforderungen durchzukommen, sprich dich diesen zu stellen. Gibt es da irgendwie 3, 4 Punkte, wo du sagst, ja, Sport, ja, gesunde Ernährung, ja, ein gutes soziales oder familiäres Umfeld? Ja, also am wichtigsten sind Drogen. Die sorgen einfach... Ja, in der Tat bin ich auch drogenabhängig. Zum Beispiel bin ich ein Stressfresser, also Süßigkeiten. Und ich glaube tatsächlich, irgendwann werden wir als Diabetesgesellschaft erkennen, dass Süßigkeiten, Zucker ein Drogenpotenzial hat. Aber ich liege immer noch in einem Gewichtsregion, wo ich einfach sage, das allein ist es glücklicherweise nicht. In der Tat, glaube ich, ist das Umfeld letztendlich ganz wichtig. Man muss natürlich auch sagen, sowas spielt auch in den Umfeld zurück. Ja, also das macht auch manchmal schwere Kompromisse notwendig, wo man dann vielleicht eben nicht 9-to-5 arbeiten kann und eben auch nicht einfach volle Planbarkeit hat wie in anderen Kontexten. Was ich zum Beispiel mal ganz spontan gemacht hatte, ist, ich habe auch über die Jahre ganz oft auf Urlaub verzichtet, aber dann habe ich zum Beispiel tatsächlich einmal mir einer wichtigen Phase dann auch einen Urlaub genommen über 2,5 Wochen. Das war also schon exzessiv. Und bin dann den Jakobsweg gegangen. Nicht den vollen, 800 Kilometer schafft man nicht in 2,5 Wochen, sondern ich musste den Harpe-Kerkeling an einigen Stellen machen. Das heißt, ich bin etwa 400, 450 Kilometer tatsächlich davon gelaufen. Und zwischendurch musste ich dann auch Teile des Weges hüpfen, per Bahn oder per Bus. So hat das Harpe Kerkeling auch gemacht. Der deutet das im Buch auch an. Ist mir gar nicht bewusst, dass der Harpe Kerkeling dann oft gesagt hat, jetzt ist aber bequemer zu fahren. Und das zum Beispiel war einfach etwas, wo ich gesagt habe, das hat eine sehr große stabilisierende Wirkung letztendlich. Und man muss ja einfach auch sehen, selbst arme Steve Jobs, viele der großen Ikonen zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie letztendlich ihren Weg da missionarisch gehen. Ich meine, ich könnte ihn wahrscheinlich auch missionarisch gehen. Manchmal frage ich mich auch, ob ich mich nicht noch selbst aufopfern müsste. Wenn man zum Beispiel den Tesla-Gründer guckt, der eigentlich sagt, dessen Ehe mir auch da letztendlich guter gelitten hat, und der eigentlich sagt, rund um die Uhr ist er eigentlich nur für seine Mission unterwegs. Das ist dann schon eine brutale Konsequenz. Also wie gesagt, bei mir hilft dann letztendlich tatsächlich Dinge, auch einfach Laufen zum Beispiel hilft und Sport machen hilft auch. Ich habe auch, sagen wir mal, einen gewissen spirituellen Hintergrund, der da balancierend wirkt. Deswegen war der Jakobsweg für mich da auch nicht einfach nur eine Laufstrecke. Das, was Sport und Spiritualität nicht raus Beißen macht dann Snickers oder andere Form von konzentrierten Zuckerzuführung. Wenn jetzt jemand im Nachgang des Interviews noch mehr über dich als auch über deine Unternehmung erfahren möchte, ja, wo muss er im Netz suchen, sprich wie lautet die Internetadresse und auf welchen sozialen Kanälen oder Netzwerken wie LinkedIn oder Xing bist du dann auch unterwegs, um dort zu finden? Ja, sowas wie Xing und LinkedIn lehne ich total ab. Nein, nach dem Gesagten wäre das jetzt eine schöne Kompetenz. Nein, also die Competence-Site oder Netskill oder Competence-Site einfach bei Google eingeben oder Winfried Felser, findet man genug Treffer. Und ich bin natürlich auf Sync auch unterwegs und LinkedIn unterwegs und Twitter unterwegs und Instagram unterwegs und whatever you name it. Ja. Aber über Sync freue ich mich über alle Kontakte. Ich freue mich auch interessanterweise. Viele meiner B2B-Kontakte pflege ich heute über Facebook, was man ja auch eigentlich so nicht denkt. Wir sind ja auch über Facebook zum Beispiel vernetzt, aber zum Beispiel Gunnar und ich und ein erweitertes Umfeld, Bernhard Steinl und so weiter, Michael Zachau, also die, mit denen wir auch zum Beispiel die Netzökonomie-Campus machen, unsere Käsekuchenrunden,
Wir tauschen uns tatsächlich, wir benutzen tatsächlich Facebook als kollaboratives Tool. Insofern bin ich besonders kommunikativ auch auf Facebook. Wer mich in Anzug und Krawatte sehen möchte, der findet das dann auch Xing und LinkedIn. Und ansonsten E-Mail-Adresse ganz klassisch w.felser@netzbild.de kann ich verraten, weil man sowieso im Netz überall an sich stellen findet. Super, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Interview, auch für die Tiefe des Interviews. Hat einem viele Einblicke gegeben in deine Arbeitswelt und in die Welt, für die du lebst und brennst. So hast du auf jeden Fall dieses Gefühl vermittelt. Ja, wäre schön, sich dann nochmal live kennenzulernen, und dann wünsche ich dir in erster Linie Gesundheit und ab und zu vielleicht mal den Tausch von Gummibärchen Richtung Gemüse, keine Ahnung, wer weiß. Ansonsten danke ich dir fürs Interview und wünsche dir noch schöne Pfingsttage. Ja, dir auch. Also ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit und auch für die Flexibilität heute, und dir natürlich auch Work-Life-Balance, und nutze die Zeit, um bei allen digitalen, auch in der realen Welt, deine Erdung herzustellen. Ich danke dir, Winfried. Frohes Schaffen. Also, bis dann. Tschüss.